Marvin, herzlichen Glückwunsch. 2:2 gegen Sandhausen, du hast das Tor am Ende in der Nachspielzeit gemacht. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, erstmal muss ich den Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Ich glaube, nach dem 2-0, nach 36 Jahren wieder in der zweiten Liga zurückzukommen und dann so zurückzuschlagen, Hut ab. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir erstmal 10 Minuten gebraucht haben, um überhaupt in das Spiel reinzufinden. Waren dann drin, kriegen leider das 1-0, sind wieder zurück ins Spiel gekommen und kriegen gleich das 2-0. Ja, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Sind dann in die Halbzeit gegangen, haben es angesprochen, dass alles möglich ist. Und so sind wir dann rausgegangen und haben verdient, glaube ich, noch 2-2 gespielt. Vor allem im zweiten Durchgang, die Treffer lagen in der Luft. Ihr hattet die Mannschaft gut im Griff. Nicht viel erlaubt dem SV Sandhausen. Ja, ich glaube, weil dann unsere Automatismen, die wir uns angearbeitet haben, dann auch durchgekommen sind und unsere Spielweise dann auch gezeigt haben. Und ich glaube, das war auch so der Schlüssel. Wie gesagt, erste Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, um in das Spiel zu finden. Aber was wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben, umso besser. Und so wollen wir dann auch in die nächsten Spiele gehen. Die Fans am Ende überglücklich. Was nehmt ihr mit aus dieser ersten Zweitligapartie? Ja, dass alles möglich ist in dieser Liga. Und ich glaube, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir müssen das halt von der ersten Minute an bringen und ich glaube, dann ist einiges möglich. Für dich persönlich auch, dritte, vierte Chance war es, dann hat es endlich geklingelt. Wie erleichtert bist du? Ja, sehr. Aber ich nagere nicht an mir selber. Ich habe leider ein paar Chancen vergeben, habe immer weitergemacht und habe dann die Chance gesehen, habe mir den Ball geschnappt und habe ihn dann reingehauen. So kann es auch gehen, aber im nächsten Spiel mache ich die ersten Chancen dann rein. In der kommenden Woche warten über 20.000 auf die Störche in der Alten Försterei. Mit welchen Erwartungen fahrt ihr nach Berlin? Mit gar keiner Erwartung. Wir freuen uns auf das Spiel. Einige spielen das erste Mal vor so vielen Zuschauern und ja, das wollen wir aufsaugen, das wollen wir mitnehmen und in positive Energie umwandeln. Herzlichen Glückwunsch, Marvin Duksch. Dankeschön.